Sobald ich über Sachen rede, die mir nahe gehen, habe ich 1989, bin deshalb fast zu Tode gekommen, weil ich da nicht wusste, dass ich meine Sprachblockaden einfach beheben kann. Das habe ich in der Klinik Neukölln am Juli diesen Jahres dann exerzieren können an anderen Leuten, denen immer ein Brötchen reingeschoben wurde. Und obwohl sie abgenickt gelähmt waren, konnten sie ruhig reden, trotz ihrer Heulkrämpfe, weil sie behoben wurden, die Sprachblockade, indem sie immer ein Brötchen reingeschoben gekriegt haben. Seitdem habe ich auch beim Bildinterview, beim Bildaufnahme der Pressekonferenz am 4.8., was die extra weggeschnitten hat, die Bild, den Erklärungszusatz gebracht, wo auch richtig sehen war, die Frau redet, liest für mich einen Brief, den ich eigentlich vorlesen wollte, aber ich konnte nicht lesen, weil es mir so nahe ging, als ich erzählte, dass meine Mutter auch jetzt wieder heute bestätigt, wieder kurz vorm Schlaganfall war und deshalb Blutgerinnungstabletten nimmt, weil dieses Hin und Her, dass sie schon 20.000 Euro hier eingesetzt hat seit 8. März für die wegen der Brandstiftung hier und dass der Hauseigentümer meine Wohnung unten, Badezimmer, alles zerstört hat und aus dem Grund meine Assistenz oben im ersten Stock nur sein konnte und ich nicht betreuen konnte, dass sie da raucht und dann plötzlich eben sich deshalb alles an Schäden, was da waren, die schon aus Jahrzehnten zurückkehrten, dann jetzt bezahlen musste als Stromleitung von 1862, um hier drin bleiben zu können seit 8. März. Und deshalb der Eigentümer von mir jetzt schon mit 20.000, 30.000 Euro zusätzlich zugeschissen wurde für Rechtsmittel, die ich gegen ihn gewonnen habe, als der 8. Hauseigentümer durch die vorherigen, die nichts getan haben. Er muss quasi etwas tun, was die anderen nicht getan haben. Und ich finde ihn wunderbar, für mich geeignet. Er ist Kultur von oben, mit Schlosshotel Grunewald gekauft und ist ein Markenzeichen Berlins, das Kultur von unten mit Renovationsbedarf M90, Kultur von unten und Kultur von oben, das Beispiel Berlins sind, das es prägt. Und wenn eins von beiden verschwindet, ist es nicht mehr das Image von Berlin. Deshalb haue ich auch öfters aus Berlin ab, weil ich es manchmal nicht ertragen kann. Und er haut sich ja auch oft nach Russland ab, wo er am Schwarzmeer 80 Millionen Umsatz mit Herrenmode Hellmann, Patrick Hellmann, dann 2011 ausgewiesen, zusammen der Frederik mit Patrick gemacht hat, sein Bruder, der im Dietrich-Genscher-Haus am Kurfürstendamm und er im Robert-Koch-Haus wohnt. Und die durchaus das Diktat des freiwilligen Verlassens nicht begriffen haben, was ihre Hausverwaltung und ihr Anwalt gegen sie durchsetzen, ohne dass sie wissen, wie es läuft, für sie durchsetzen, ohne dass sie wissen, wie es läuft. Es läuft so, dass Leute deshalb ihre Wohnung aufgeben, weil eben Trümmerhalden im Treppenhaus 2013 waren, bis zum 4. Stock überall breite, klaffende Löcher waren, weil das Haus zusammensinkt, weil Dachgeschoss aufgebaut wurde auf ein auf Lehmboden gebautes Haus und bei mir, ich dann gemeldet habe, weshalb ich gekündigt worden bin, dass ich bei der Instandsetzung, die ich ihn erzwungen habe, mir zu ermöglichen, erreicht habe, dass sie sehen mussten, dass eben der Balken über meinem Bett einsturzgefährdet gebrochen ist und sie deshalb das Haus zusammensinkt und es getan werden muss zusätzlich. Das wollten sie nicht. Die Hausverwaltung hat erreicht, den Hauseigentümer falsch informiert, meines Erachtens, und auch sogar den Hauseigentümeranwalt vorher falsch informiert. Ich habe ständig erregte Szenen, wenn ich neue Sachen genannt hatte, zwischen den beiden mitgekriegt, dass sie untereinander immer nur Verantwortungskorruption haben. Und diese Verantwortungskorruption K&K, käuflich und korrupt, ist halt das Zeichen von der Familie Hellmann, dass sie ständig Leute hat, die sie selber belügen und korrupt sind, nur um bei ihnen gut auszusehen und das Ziel, was sie erreichen sollen, ihnen vorzuführen. Das heißt, die Familie Hellmann sitzt im Elfenbeinturm und kriegt nichts von mit. Und immer wenn sie hier stand, waren wir total lieb und nett zueinander und haben gesagt, wir haben nichts gegeneinander, nur was da, wenn wir bedroht werden. Und der Anwalt Wollmann hat dann fälschlich mit Zusammenarbeit mit LKA, was er ohne Eigentümer beim runden Tisch am zweiten Mal, zweiten runden Tisch mit der Kreuzberger Bürgermeister noch eingestanden hat, der Wollmann, an der Anwalt Wollmann von Hellmann, dass er ohne Hellmann zu informieren, mit BKA zusammengearbeitet hat, mich vorzeitig räumen zu können, mit einem nicht vorhandenen rechtskräftigen Titel am 31.12.2015 die Räume zu verlassen. Der wurde erst rechtskräftig am 23. Mai 2016, hat aber trotzdem am 15.01. in der Bild behauptet, dass ich mit Polizeimasterplan bis Ende Februar weg bin. Und dadurch habe ich als Spekulantenschwein
nicht als Spekulanten, als Kapitalistenschwein, dann in den Neuen Deutschland Leserbriefe gekriegt und gleichzeitig auch eher Leserbriefe als Postkarten bekommen, mein Anwalt Hellmann, mein Eigentümer, mein Einzelhändlerkollege Hellmann. Denn er ist ja Kollege wie ich und hat einen kleinen Laden mit Textilien. Ich habe 200.000 Euro Warenwert, er wohl auch knapp. Wir haben also pari-pari Warenwert hier in unseren Läden. Aber hier wird es für 5.000 Euro geschätzt, bei ihm für ein bisschen mehr, weil es ja von Putin unterstützt wird. Nun ist das Urteil ja abgeschmettert worden. Feiert man da einen zweiten Geburtstag? Überhaupt nicht, weil es ist nicht abgeschmettert worden, sondern es ist lediglich die Taktik der kleinen Schritte, dass immer wieder ich rüberbringe, Melbourne, Rio de Janeiro, New York sind International Gentrification, Safe M99, sind für mich, ich bin international weltweit bekannt, ich bin 8-Oktaven-Sänger. I feel fit, no chance but I do it. No more shaft fall from inside the soul. Und so habe ich halt Hellmann gewonnen bei der Supertalent-Casting-Show 2012 am 12.8. Und dadurch ist die Michelle Hunziker gestürzt worden, weil sie von Wetten, dass zu RTL kam, um nochmal zu erleben, dass nicht nur Robert Koch, sondern auch sie querschnittgelähmt enden könnten. Und ist dann für mich als Zugabe durch die Luft gewirbelt worden. Und hat auch Dieter Bohlen sauer auf RTL, dass ich als Straftatenanimator mit Revisionsbedarf nicht in die Live-Shows durfte von RTL. Deshalb meine Aufforderung, dass ich nicht gesendet werden will und sonst die wahre Geschichte des Falls der Hunziker erzählen werde, es selber übernommen und gezeigt, dass sie nicht nur leichte Gehirnerschütterung hatte, sondern das Kamerateam von Babelsberg für einen Film Wer ist Hanna? Mich schon 2 Jahre zuvor am Görlitzer Bahnhof gefilmt hatte und überzeugt war, ich bin das Supertalent und es hat zu fünft auf die Bühne stürmte mit ihren Kameras, wenn die Michelle Hunziker von dem Supertalent, dessen Bohrmaschine im Maul ich augenscheinlich mit meinem Obertonsogang Sopran eben in Dampf aufgelöst habe und das gezeigt werden konnte. Da hat er deshalb als Zugabe Michelle Hunziker durch die Luft wirbeln dürfen, mit seinem starken Maul mit Seil um den Körper gewirbelt und auf der kleinen Bühne mit Podest und Tisch das machen dürfen, sodass dann die Kameraleute zu fünf drauf kamen, damit ihr Kopf gegen deren Kameras donnert und sich auf ihren Arsch fällt. Und ich dann singen konnte. Wenn ich nicht im Rollstuhl sitze, die Kacke aus dem Arsch flitzt, dann riecht's ganz schaurig, da bin ich ganz traurig, weil so viel Kacke, da kriegt man eine Macke. Wenn ich so verpennt bin, inkontinent, die Kacke aus dem Arsch rennt. Sich öffentlich pikieren, mag andere zu Tode mobilisieren, denn 1000 Tote in 30 Jahren deutsch-deutscher Teilung folgen 300 Morde in 10 Jahren deutscher Vereinigung. Und Diskriminierung von Menschen ist für mich nicht gemeint, deshalb direkt offen herzlich, das ist oft recht schmerzlich, dein Kopf von Knoten und Mauern befreien, mag da direkt offen herzlich gar wunderbar gereichen, aber mutterreich. Und so habe ich halt bei Supertalent Casting Show überzeugt, dass der Bohnen dann noch meint, du bist was zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Otto Walkes und Wolf Biermann. Und besser was für Arte. Und hat dann extra meine Aufforderung in YouTube, ich erzähle die wahre Geschichte zu Michelle Hunziker, sofort, kann man in Clipfish auch sehen, gezeigt, wahre Geschichte falls der Hunziker, sie fällt, sagt alles okay, sie fragen sie intern, Tuschel, Tuschel, ja, Arsch ist es, nicht Kopf. Geht raus, machen Winke, Winke ins Hospital und gucken nach oben und gucken sich an, wie von 50 Meter ein 87-jähriger Rentner runterfällt, am kleinen Seil gehalten von seinem Altenpfleger und danach meint, als ihr Jubal nicht körperzerschmetternd, schlaganfalls und Herzinfarkt gefährdend angekommen ist und dann nur, nicht von Dieter Bohlen, sondern nur vor Gottschalk steht. Und Gottschalk danach sein schlechtes Image weiter gewahrt wurde, von Bohlen garantiert, sich dann auch mit ihm über ihn auch gehetzt hat.
weil dann rüberkam, dass er Wetten, dass nicht aufgegeben hat wegen des Sturzes von Robert Koch, sondern indirekt dafür, dass er öffentlich-rechtliche Sender gezwungen hat, um Wetten, dass zu finanzieren, Live-Werbung von Mercedes-Benz für den Sturz von Robert Koch zur Verfügung zu stellen. Und deshalb hat dann Dieter Bohlen die Sendung Die wahre Geschichte des Falls der Michael Hunziker so dargestellt, dass plötzlich der alte Kerl auf den Gottschalk zukam, richtig leuchtend, glänzend. Ich bin ein Supertalent. Ich bin 50 Meter gestürzt und lebe noch. Nachdem gerade die Michael Hunziker auf den Arsch gefallen und nur wie Robert Koch ihr Schicksal getestet werden sollte, ob sie erleidet. Und dann sagt doch Gottschalk, richtig schön zurechtgeschnitten von Bohlen, ja, also, jetzt waren es 50 Meter. Sie wissen doch, eine Steigerung. Man braucht doch Supertalent immer. Also, beim nächsten Mal 80 Meter. Und völlig verschreckt über seine eigene Story, die da Gottschalk entwickelt. Aber sowas geht ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Supertalent. Ne? Ohne zu wissen, was er eigentlich machen soll. Ne? Ja, und so habe ich dann Hellmann mit der Rufe ans Publikum. Ich möchte einen Hauseigentümer, Tarnadresse Luxemburg, den 7. aufgelöst haben von einem zum Anfassen aus Berlin. Und da habe ich bekommen, Hellmann, 80 Millionen Umsatz, reich, nicht notwendig wie andere, alles zu knapsen. Er kann alles erledigen und bezahlen. Und dann hat er auch persönlich gesagt, er will nur nicht selber bedroht sein. Und das will ich auch nicht. So habe ich ihm zu Schutz vor ihm eine Kundgebung vor seinen Lokalen gemacht, um zu sagen, schütz dich vor deinem eigenen Anwalt Wollmann, dem The Escalator. The Escalator safe to go. I feel no enemy. I feel respect for the reality between Jews, Christians, Muslims, Beduinen, Israel, Cyprus, Mexico, Korea, Pakistan, Irak, and say Palestine over all, in the own society. I feel correct, I feel fit. No chance, but I do it. Und das war das Ding. Niemand mehr wollte eine Pressekonferenz mit mir machen. Und ich habe es aber doch geschafft. Und dadurch konnte ich eben durch die Pressekonferenz gestern nochmal zusätzliche Öffentlichkeit schaffen. Dass auch ein Gericht nun gesagt hat, jetzt hat es Öffentlichkeit, jetzt bin ich ein öffentliches Wesen. Und jetzt haben sie auch Sinn, nochmal öffentlich zu überprüfen, wie verrückt ich wirklich bin. Entrückt von dieser herrschenden Gesellschaft. Ne? Ob ich wirklich eine Gefahr bin für mein Leben. Für mein eigenes. Das wird jetzt untersucht. Okay.